Hi Leute und herzlich willkommen zu meiner ersten Folge hier von Naval Action. Naval Action ist ein Computerspiel, was sich noch in der Alpha befindet. Aber Alpha bedeutet ja, dass das Spiel ständig erweitert wird und erneuert. Und ich werde euch heute hier ein kleines Battle zeigen mit dem Basic Cutter sozusagen. Das ist das kleinste Schiff, was es überhaupt gibt und das bekommt ihr immer kostenlos. Also ist auch nicht schlimm, wenn es mal zerstört wird. Ja, da das Schiff auch nicht so groß ist, hat es natürlich auch relativ wenig Kanonen an Bord. Wir haben pro Seite hier 6 Kanonen, aber auch nur entweder Karonaden, die eben 12 Pünder sind, oder eben normale Kanonen, die 6 Pünder schießen können. Karonaden, die machen zwar mehr Schaden, aber die können nicht so weit schießen, die schießen eher ein bisschen höher. Zwar nicht so hoch wie eine Mörser, aber man kann auf jeden Fall dementsprechend auch Schaden anrichten. Aber eben auf weite Distanz eignen sich diese Karonaden eben nicht. Und es ist natürlich auch ein bisschen schwieriger, die zu bedienen. Das ist natürlich eine Gewöhnungssache. Ja, hier kommt schon der Gegner. Wir müssen jetzt schauen, dass wir dem gleich eine volle Breitseite verpassen. So, oben links wird jetzt mein Schiff angezeigt. Zumindest die Seitenstrukturen und hinten und vorne. Wenn diese Farbe hier rausgeht, dann heißt es, dass ich da beschädigt bin und dass eventuell da auch später eben Wasser reinlaufen kann und wir dementsprechend auch sinken können. Wenn ich auf den Gegner hier zeige, dann sehen wir auch auf der rechten Seite oben das Schadensmodell. Und je nachdem, wie wir ihn beschädigen, wird er genauso wie ich halt früher oder später gewisse Schwachstellen aufweisen. Ich habe jetzt übrigens auch bewusst Karonaden genommen, weil mit diesen kleinen Schiffen merkt man natürlich auch jede Welle und dadurch wird natürlich diese Präzision von den Kanonen eh schon relativ ungenau, weswegen wir auch näher zum Gegner immer hinfahren. Und wenn man eben näher dran ist und dann mit den Karonaden drauf schießt, das macht natürlich verheerenden Schaden. Ja, Kanonenkugeln können auch abprallen, das kann auch passieren. Man sieht hier jetzt auch relativ gut diese Karonaden, die wir auf dem Schiff haben. Die haben eben keine Räder wie normale Kanonen und sie sind viel kürzer. Sind viel kürzer, aber ja, haben einen viel größeren Durchmesser sozusagen. Für jedes Schiff gibt es übrigens auch verschiedene Upgrades, die alle eingebaut werden können, je nachdem wie gut das Schiff gebaut worden ist. Wir können auch selber Schiffe bauen, wenn wir über das entsprechende Blueprint bzw. ja Blaupause eben verfügen. Das können wir an Land machen. Da haben wir irgendwann vielleicht mal eine Werft gebaut und können dann selber unsere Schiffe craften. Genauso wie wir unsere eigenen Upgrades craften können und die dann auch in die Schiffe einbauen können. Das verbessert das Schiff zunehmend. Zum Beispiel ist es sinnvoll bei solchen kleinen Schiffen, dass wir immer zum Beispiel irgendwas einbauen, was mit Survival, mit Überleben zu tun hat. Dazu gehört zum Beispiel, das heißt, ja, Wasserpumpe einfach, also Water Pump sozusagen. Und das ist deswegen wichtig, weil diese Schiffe hier halten natürlich nicht viel aus und die laufen eben direkt dann auch mit Wasser voll. Und wenn wir eben dieses Upgrade nicht haben, dann geht es halt umso schneller, dass das Schiff voll läuft. Wir können einmal reparieren. Das sehen wir auch hier unten auf der rechten Seite so.
da sind so verschiedene Zahlen von der Tastatur. Und da können wir eben Repair dann auswählen zum Beispiel. Und dann können wir eben unser Schiff einmal reparieren und unsere Segel. Also das ist immer erlaubt in der Schlacht. Aber man sollte das erst dann machen, wenn zum Beispiel auch das Schiff mit Wasser voll läuft. Weil wenn man das davor macht, das wäre richtiger Blödsinn. Bis jetzt bin ich mit dem Spiel eigentlich sehr zufrieden oder wieder sehr zufrieden. Das letzte Update, das war etwas komisch, aber das hat sich jetzt auch wieder alles behoben. Die bringen nämlich hin und wieder auch mal große Updates eben bei Steam rein, und das hat bei dem letzten Update zur Folge gehabt, dass sich zum Beispiel die ganzen Marktpreise verändert haben. Also Naval Action, da geht es nicht nur um Schlachten, sondern wir können hier auch richtig traden sozusagen. Wir haben an Land zum Beispiel unsere Minen, da können wir eben Ressourcen gewinnen und die können wir dann entweder verkaufen oder zu etwas wertvolleren weiter produzieren und das dann zum Verkauf anbieten. Wir können auch sagen, wir möchten einen Verkauf anbieten von Waren, also Contracts placen sozusagen, und je nachdem wie dringend das jemand benötigt, wird es eben gekauft oder nicht. Wir können überbieten und unterbieten, also das hat alles Hand und Fuß, was den Handel auch angeht, und das finde ich auch sehr gut. Was ich jetzt neulich gehört habe, ist, dass es ein Land-Update auch geben soll. Also sollen irgendwie auch Schlachten an Land stattfinden. Ein Teil, der bei dem letzten Update jetzt dabei war, ist schon mal, dass wir jetzt auch Burgen haben an den Inseln. Sogenannte Forts. Und ja, wenn wir Probleme haben, ernsthafte Probleme und angegriffen werden von anderen Spielern zum Beispiel, was oft sehr gemein ist, weil die natürlich auch mit mehreren Leuten kommen. Also man sollte sich wirklich immer gut überlegen, mit welchem Schiff man aufs Meer einfach segelt und ob man das eben allein tut. Aber mit diesem Update ist es eben so, wenn man am Land sozusagen segelt, an der Küste, zum Beispiel in englischen Gewässern von Großbritannien, wo ich jetzt sozusagen herkomme, oder die Nation habe ich zumindest gewählt, dann kommen regelmäßig da auch Städte, und an diesen Städten sind auch eben so Abwehrtürme gebaut, und ja, die ballern richtig auf die Schiffe und die werden die wahrscheinlich auch kaputt machen. Also ich habe erst vor kurzem selber das ausprobiert bei der KI. Da hatte ich eine Mission, die war eben in der Nähe von einer Stadt von England sozusagen, und dann bin ich absichtlich zu der Burg hingefahren und habe mir das mal angeguckt, wie die Schadenswerte sind, und also viel einstecken kann man auf jeden Fall nicht. So ein Fort hat irgendwie 64 Kanonen und kommen auch alle wohl zum Einsatz. Ja, am besten traden kann man natürlich, wenn man sich auch mit den Preisen auskennt. Auch dazu gibt es im Internet eine extra Map von Naval Action, wo die ganzen Preise angezeigt werden, was zum Beispiel verkauft wird und in einem anderen Hafen wieder eingekauft wird, was konsumiert wird. Das sollte man sich auf jeden Fall angucken, weil dann weiß man auch, was eben viel gekauft wird und was weniger. Wir können natürlich auch verschiedene Inseln besiedeln. Ich weiß jetzt gerade gar nicht wie viel, da müsste ich gleich nochmal nachgucken. Ich guck mal eben nach. Aha, genau, ja, hier haben wir was stehen. Ja, insgesamt können wir 8 Inseln besiedeln. Wobei, wir brauchen da sozusagen immer Platz. Und für den 8. Platz
den müssen wir uns wirklich freikaufen für 1 Million. Und dann können wir nochmal sozusagen, also es wird hier bei Naval Action Outpost genannt, kaufen. Ein Outpost kostet immer 10.000. Und wie gesagt, bei dem letzten Outpost, bei dem 8. müssen wir eben erst 1 Million hinblättern, um das Ganze nochmal zu erweitern. Ich habe jetzt insgesamt 7, werde aber demnächst auch die 1 Million ausgeben. Und diese 1 Million werde ich dafür ausgeben. Ich bin selber auch in einem sehr großen Plan sogar. Und die haben natürlich verschiedene Battles, sage ich mal, in verschiedenen Regionen und Gebieten. Und wenn wir eben da keinen Outpost haben, dann können wir natürlich nicht mit einem riesigen Schlachtschiff einfach mal dahin segeln, weil die Gefahr, dass man dann angegriffen wird von anderen Spielern, die auch in einem Clan sind, ist eben sehr hoch. Und gerade bei so ganz großen Schiffen, wenn wir so ein ganz großes Schiff verlieren, dann ist es wirklich verloren, weil die erste Klasse Schiffe, die haben sozusagen nur ein Leben. Also wenn wir gekapert werden und das Match verlieren, dann ist unser Schiff weg. Oder wenn unser Schiff versenkt wird, dann ist es auch weg. Diese kleinen Schiffe jetzt hier, die haben wohl 6, 5, 4, 3, 2 Durability Points, also sozusagen Lebenspunkte. Da ist es noch nicht so schlimm, aber gerade bei den ganz teuren Erste-Klasse-Schiffen, da sollte man nicht alleine aufs Meer fahren. Das habe ich einmal schon gemacht mit der Victory, HMS Victory. Hat auch irgendwas über 100 Kanonen und ich wurde auch zweimal angegriffen, habe das auch überlebt, aber beim dritten Mal haben sie mir eben dann das Schiff abgenommen. Das waren andere Online-Spieler von der Nation der Piraten. Am ärgerlichsten ist es natürlich, dass diese erste Klasse Schiffe natürlich total viel Geld kosten. Ich habe jetzt neulich mir zum Glück ein erste Klasse Schiff wieder leisten können, weil ich selber auch noch nicht craften kann, und habe das für 4,5 Millionen gekauft. Ich habe dafür sehr lange gebraucht. Ich habe davor eben immer Geld gemacht, indem ich getradet habe. Also gehandelt habe mit Waren und somit konnte ich eben pro Tag so und so viel Gewinne einfahren, die ich dann letztendlich wieder für das Schiff ausgegeben habe. Aber jetzt mit dem Schiff ist man natürlich auch irgendwo ein bisschen stärker, man kann in andere Schlachten jetzt reingehen und bekommt da so oder so dann sehr viel Geld. Und jetzt mit dem Clan muss ich demnächst mal etwas unternehmen, weil die sind viel aktiver als ich momentan und da denke ich, da werden wir auf jeden Fall noch eine Menge Spaß haben und da wird es auch in richtige PvP-Schlachten gehen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute in so eine Schlacht gehen können, aber bei einer Schlacht war ich schon mal dabei, aber da waren locker insgesamt 40 Leute drin, also so 20 gegen 20 auf jeden Fall, und das waren alles nur Linienschiffe. Und ich habe mir jetzt das größte Schiff gekauft, was es momentan gibt, aber nicht das wendigste, sage ich gleich dazu. Darüber werde ich auch noch ein Video machen. Und zwar geht es da um die spanische Flaggschiff, die Santissima Trinidad. Aber zudem werdet ihr auf jeden Fall noch ein Video dann sehen. Ja, wir sehen jetzt schon, der Gegner hat jetzt schon mehr Schaden bekommen als wir, was natürlich jetzt für unseren Sieg schon mal spricht. Ich denke, der wird jetzt auch nicht mehr lange hier mitmachen. Der wird jetzt demnächst Probleme haben. Seine Leute muss der jetzt hier zum Überleben eben einstellen, beziehungsweise ja, machen die das eigentlich von selber, sobald das Schiff voll läuft oder irgendwo ein Leck ist.
Und somit hat er auch dann natürlich weniger Leute, die an den Kanonen stehen und die Kanonen schießen können. Und weniger Leute, die segeln. Also das ist natürlich mit Problemen dann verbunden, wenn unser Schiff ja einen Leck hat oder eben Wasser schon reinläuft. Ihr seht jetzt auch an der Meeresoberfläche sozusagen, da hinten, ganz weit hinten, ist immer so ein weißer Strich, sage ich mal. Das ist so eine Begrenzung. Das ist aber nur hier so eine Begrenzung, weil es gibt verschiedene Schlachten, die man eben selber machen kann oder beitreten kann. Ich spiele ja jetzt hier auch nur gegen die KI. Wenn wir auf dem Meer eine Schlacht machen, dann ist da nirgendwo eine Begrenzung und wir können überall hinsegeln. Wir können sogar bis zu den Inseln hinsegeln und wie gesagt dann uns Hilfe holen von diesen Burgen mit den Kanonen drauf. Aber hier ist es wirklich nur, weil ich euch zeigen möchte, wer hier der Gewinner ist. Und das sind auf jeden Fall wir gewesen. Ihr seht es schon hier. Und ich bin jetzt mit dem Video auch schon durch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.